Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermeling aus Dorsten. Wir haben heute den 24. Januar 2023. Ich bin Autor dieses Buches Kirche und Christentum heute, das vor knapp einem Jahr im Fromm Verlag erschienen ist. Vor über einem Jahr hatte der Fromm Verlag mich kontaktiert, angefragt, ob ich dort ein Buch veröffentlichen wollte. Und da kam es eben zu dieser Sammlung von über 100 Predigten. Ich bin seit 26 Jahren Priester und aus diesen Jahren habe ich einige Predigten für diesen Sammelband ausgewählt. Was ist das Besondere an meiner theologischen Überzeugung? Hier auf der Rückseite des Buches ist eine Kurzbiografie. Da steht, dass ich aufgewachsen bin in der Welt des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Das ist diese Welt. Und ich habe das also zuerst nur so kennengelernt. Ich bin 1967 geboren. Und war dann auf einem sogenannten katholischen Kindergarten, auf einer sogenannten katholischen Grundschule, sogenannten katholischen Klosterschule. Ich war dann nach der Bundeswehr in sogenannten katholischen Priesterseminaren als sogenannter katholischer Priesterkandidat und alles ist nur so genannt. Das wurde mir am Ende des Studiums im sogenannten Bistum Chur klar. Das hier ist nicht die katholische Kirche. Also musste ich praktisch alles verlassen, worauf ich mich mein Leben lang so gesehen vorbereitet hatte und bin zur wahren katholischen Glaubenslehre gekommen, wie sie hier zum Beispiel in dieser Sammlung der Texte des Trienter und Vatikanischen Konzils enthalten ist. Und genau darum geht es auch in den Predigten. Also aufzuzeigen, dass die Welt von Vatikan II nicht die katholische Kirche ist. Dass das, was uns weiß gemacht wurde mit den sogenannten Päpsten wie Johannes dem 23. bis jetzt Franziskus, dass es alles antikatholisch ist, antichristlich ist. Dazu habe ich viel publiziert. Die Predigten sind eine Sammlung aus diesem Wirken und es ist jeder eingeladen, sich mit dem Thema Sedisvakantismus zu beschäftigen, sich zu fragen, ist das, was das sogenannte Zweite Vatikanische Konzil erzählt, ist das katholische Lehre, ja oder nein? Und um da Klarheit zu schaffen, sollen auch diese Predigten helfen.